can see a thousand doubts written on your face right now. Your reflection fading in and out, lately it's been getting you down. You tell me you're okay, but your voice don't match the words you say. I hate that you're pushing me away, fighting so hard not to break. So, oh love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. So distant when you're next to me, hiding all I wanna see. The silence in the air we breathe, echoing so hopelessly. I called you yesterday and your voice didn't match the words you said. You keep pushing me away, fighting so hard not to break. So, oh love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, it's hard for me to watch you cry. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. All through the highs and the lows, when you were drowning in shallow waters, I held you close. Oh, I know when you feel all alone and it's weighing heavy. Strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, it's hard for me to watch you cry. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, oh love, the way you are. Don't say you're not strong. Michael Patrick Kelly und Katharina Michaljewicz. Großartig. Ihr zwei kommt mit mir runter. Was für ein schöner letzter Auftritt hier im Finale. Ja, du hast einen großen Fanclub, Katharina. Including me. Aber schön, dass du auch wieder zurück bist, Michael Patrick. Ah, Lena, so schön hier Teil der Voice Family zu sein. Vielen Dank. Hast du uns vermisst? Sehr, sehr. Vor allem Herr Schülemann oder Schollemann. Schöte, keine Ahnung, wie der heißt. Tore. Schölemann. Ja. Gratuliere, Tore. Papa Tore, alles Gute dir zu Hause. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was du zu Katharina sagst und denkst und warum die Zuschauer gleich nochmal für Katharina anrufen sollten. Ja, also erstmal muss ich loswerden, dass hier meine ganzen Brothers from other mothers sitzen und my sister from another mister auch, da oben auch. Und es ist wirklich ein Wahnsinns-Level, was hier gefahren wird. Also die
Sänger, Sängerinnen innerhalb der Coaches, die International Stars, die haben die Talents. Es ist einfach nicht nur The Voice, sondern The Voices of Germany sind einfach auf einem sehr hohen Niveau und das auch in der Corona-Zeit. Vielen Dank an euch für diese Wahnsinnsshow. Das tut so gut am 4. Advent, Musik zu hören, Musik zu machen. Und jetzt zu Katharina. Also, wie ich ja schon sagte, es gibt ja viele, die wirklich gut singen können, aber es gibt wenige, die einen so in der Tiefe berühren. Und beim Coaching und jetzt, da kriege ich fast die Blurry Eyes, wenn ich mit dir singe, weil das ist so schön, das ist einfach, es geht ins Herz. Und also ich denke, ich weiß, dass du studierst, aber ich hoffe, dass du auch was Vernünftiges machst und das wäre Musik singen. Weiterzumachen. Na klar. Und es wäre sehr vernünftig, wenn sie zu Hause auch anrufen, damit sie auch diese Gabe an ganz viele Menschen teilen kann. Und von daher, ruf bitte an, weil es wird sehr, sehr eng. So, if you want Katharina to win, give her a call.